Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other through the limits, we were learning quicker. By 11, working hard and grown up quicker. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about a glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least do some favor. And if we don't meet before I leave, I hope I see you later. Soon I'll be 60 years old, when I think the world is cold. Have a lot of children who can wild me. Once I was 7 years old, mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Dankeschön, Dankeschön. Was? Sauer. Sauer. Sehr. Großen Applaus bitte nochmal. Nico, Franz, Erik. Also, ich bin verliebt. Lena, du auch? Ich bin verliebt in euch. Oh, Jungs, dann habt ihr alles richtig gemacht. Okay, wow. Ich kann nicht mehr. Es ist ja... Ich habe einen kleinen Crush auf euch. Hey, Jungs, es war unglaublich. Es war so toll. Also erstmal Props an euch für die Songauswahl. Unglaublicher Song. Auch Lucas Graham, der Künstler, den ich schon lange kenne. Ich werde ihm das auf jeden Fall schicken. Er wird sich mit Sicherheit sehr darüber freuen. Das ist nice. Ja, voll. Also ihr habt auf jeden Fall mit Sicherheit gerade bei diesem Auftritt ein paar Teenie-Herzen gebrochen. Es war Hammer, wirklich. Ganz, ganz toll, Jungs. Mega. Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke. Danke. Ey, Jungs, ich habe jeden von euch gebuzzert, schon in den Blinds. Ich würde es wieder tun. Ich bin echter Fan. Ich kann Lena nur recht geben. Geiler Song. Und würde sagen, ich würde wahrscheinlich mit Erik gehen, weil ich finde, du hast genau an den richtigen Stellen Gas gegeben. Das hat mich beeindruckt. Fand ich echt gut. Vielen Dank. Marc, du siehst auch sehr beeindruckt aus. Ja, ja, es war ein super Auftritt und ihr habt das alles wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Franz, du hast irgendwie so eine positive Aura, wie ich finde, und so eine warme, tiefe, stabile Stimme. Also ich wäre, glaube ich, bei Franz heute. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Wow. Ich sehe sehr viele Fragen. Ja, ja, die diskutieren hier die auch diskutieren wild. Und diskutieren, diskutieren, ne? Ganz wild. Ja. Also, wir sind ist noch. Echt schwer. Also erstmal, Jungs. Grandios gemacht, ganz toll. Ihr seid auch danke. Eine Gang. Danke. Ihr seid Dankeschön. Eine Band. Ich finde, Nico, es sind so ein paar Kleinigkeiten, die überhaupt nicht schlimm sind, aber trotzdem möchte ich dir sagen, du könntest manchmal noch ein bisschen mutiger sein.
ein bisschen raus, ein bisschen öffnen dich und ein bisschen rauskommen mit deiner Stimme, dass die mal richtig rausknallt mal, weißt du, dass du einen drauf hast, ne? Ich möchte zu Erik dann als Nächstem sagen, mega, also cool, du bist ein Rocker. Finde ich gut, dass jemand da ist mit Attitude und sagt, ich stehe auf Rock und ich bin ein Rocker und mir ist scheißegal, was sonst so läuft, ich mach mein Ding. Deswegen Hut ab, dass du deinen Style hier durchziehst, ne? Dankeschön. Ich finde auch, Franz hat eine richtig top Entwicklung hingelegt. Du hast dich von allen drei noch am weitesten entwickelt von dem, wo wir gestartet sind. Und du hast eine unfassbar positive Aura. Das macht einfach Laune, dir zuzusehen, zuzuhören. Ich, I love you, weißt du? Vielen Dank. Danke. Danke. Ah ja, die Coaches lieben euch. Aber es muss trotzdem eine Entscheidung geben, auch wenn es sehr, sehr schwer fällt. Also Jungs, das ist ja, ne, wir Männer können das ja mit, ne, mit Würde tragen. Jede Entscheidung, ihr seid uns nicht sauer. Ihr wisst es, dass einer von euch dreien nur in die nächste Runde kommt. Ihr habt das Ding gerockt, ihr seid eine geile Gang. Ich dachte, du redest noch weiter. Ja, ja, ich würde auch gerne noch so wie... Also, darf ich nur mal kurz zusammenfassen? Ihr seid euch quasi noch nicht einig. Naja, wir haben eine Tendenz, aber wir müssen uns ja mal updaten, ob jeder die gleiche Tendenz hat. Okay, ich gebe euch noch mal 5 Sekunden, okay? 5? 5. Okay, das ist ja wow. Großzügig. Ey. Das sind langsame 5 Sekunden. Also wir haben uns durchgerungen für eine Entscheidung. Wir sind jetzt überzeugt, dass wir mit diesem Typen, mit diesem Talent in die nächste Runde gehen wollen und ein Statement setzen wollen. Und das ist... Eric. Franz, ich meine das ehrlich. I love your voice. Du bist ein geiler Typ. Du bist mega gut, also nicht traurig, ne? Weiter. Nochmal einen großen Applaus bitte für Nico und für Franz. Und hier ist er. Er ist in den Sing-Offs.